Moin Tag, ein dreifaches Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inas Norden. Ich sitze hier mitten in Osnabrück. Die Osnabrücker sagen sogar Hansestadt Osnabrück. Hinter mir fließt die Hase und dann frage ich mich natürlich, hat sich der einfache Osnabrücker vielleicht sogar versehen? Heißt es vielleicht eigentlich Hasestadt Osnabrück und gar nicht Hansestadt? Man weiß es nicht. Ob das so ist oder vielleicht sogar ganz anders, das können Sie jetzt sehen. Osnabrück sieht sich ja immer gern als Friedensstadt, weil hier wurde der 30-jährige Krieg beendet. Und die Osnabrücker an sich, die gelten ja gemeinhin als außerordentlich stur. Das kann ich gar nicht bestätigen. Ich habe hier fast nur nette Leute getroffen und tolle Sachen habe ich erlebt. Hab beim Fußball gegen echte Roboter gewonnen. Die Varusschlacht nachgespielt. Und sogar ein Lied über Osnabrück komponiert. Osnabrück, immer hin und zurück, da, da, da. Dass die neue Wintermode hier in Osnabrück sein soll. Na, guten Morgen, Marie. Das ist so eher Berlin als Osnabrück, oder? Ja, aber... Auch ja? Osnabrück, ja. Osnabrück ist auch fetzig, sagst du? Ja. Sehr modern? Ja. Ganz weit vorne? Ja. Und das, obwohl Osnabrück schon 1200 Jahre alt ist. Osnabrück wird ja auch als altes Regenloch bezeichnet. Im Moment haben wir ein ganz tolles Sonnenloch und sich jetzt die Stadt alleine anzugucken, wäre ein bisschen blöd. Deswegen brauche ich jetzt Renate. Hallo Renate. Freut mich. Du bist Stadtführerin. Genau. Du kannst mir alles über diese Stadt erzählen. Ja, kann ich. Aber jetzt würde ich gerne darüber was wissen. Das ist eine Kirche und zwar eine neogotische Kirche. Neogotisch heißt, der gotische Baustil ist nur nachgemacht. Und zwar um 1900. Lass uns doch erstmal die Frage klären. Osnabrück, Hansestadt, ist ein bisschen auf dicke Hose machen, oder? Nein. Das ist das wirklich so? Das ist wirklich so. Und ist es kein Versehen von wegen Hasestadt? Nein, da haben wir nicht das N zugefügt. Wir sind eine der vielen Hansestädten, die eigentlich nicht so berühmt wurden wie Hamburg, Bremen und Lübeck. Und leidet ihr darunter? Nein. Wollen wir schlendern? Ja, wir schlendern. Schlendern sieht immer so gut aus. Ja, so ein bisschen schlendert, ganz schöne Bilder werden das. Gut. Und wo schlendern wir jetzt hin? Das weiß ich nicht. Ja, dann gehen wir doch zur Hase. Und da hat sie recht. Muss man sich ja mal angucken, den Fluss, ne? Schließlich wäre Osnabrück ohne Hase gar keine Hansestadt. Wir sind auf einer Brücke und laufen über die Hase. Warum weiß man, dass Hannover an der Leine liegt und kein Mensch weiß, dass Osnabrück an der Hase liegt? Ja, für Hannover gibt es ja die komische Geschichte mit, dass da die Männer ihre Frauen an der Leine spazieren führen. Und für Osnabrück und Hase wissen wir dazu nichts. Vielleicht reicht das ja auch. Über die Hase haben wir jedenfalls ein bisschen was erfahren. Jetzt geht's weiter zum Rathaus. Müssen wir unbedingt hin, sagt Renate. Im Rathaus, da gibt's nämlich Bärte und Schätze. Hier im Rathaus wird immer noch nach Schätzen gebuddelt. Mit modernem Gerät allerdings. Und man dachte, meine Nase und meine Lippe dagegen gedrückt. Jetzt muss es wieder sauber gemacht werden. Immer diese Touristen. Was ist das jetzt hier für ein Zimmer, Renate? Das ist unser Friedenssaal. Friedenssaal? Genau. Der heißt so, weil hier ein Teil des Westfälischen Friedens geschlossen wurde, der den 30-jährigen Krieg beendet hat. Ich dachte, das wäre hier irgendwie der Saal der 1000 Bärte. Die haben ja alle den gleichen Bart. Was ist das denn? Ja, das sind die Herren, die am Frieden mitgearbeitet haben. Und das war wohl im 17. Jahrhundert die Mode für Herren. Der Bart auf der Lippe und einen am Kinn. Mensch, gut, dass sich das mal geändert hat, ne? Ja, der am Kinn macht sich doch bei manchen ganz gut. Da hier, ja, manchmal ist das doch sehr sexy. Aber manchmal hängt da so Suppe drin, finde ich, wenn die essen. Aber die Haare, das muss ich erklären. Und der weiße Kragen, das ist ganz wichtig. Weil die Herren hatten sich ja die Haare ganz selten gewaschen. Und so Puder reingeschmiert, damit das nicht so fettig aussah. Und der weiße Puder auf dem schwarzen Anzug, das sieht schrecklich aus.
und deshalb der weiße Kragen. Da hängt eine Frau. Oh, die hat keinen Bart. Nee, das ist Christina von Schweden. Aber es wäre lustig gewesen, wenn die jetzt auch einen Bart gehabt hätte. Nein. Können wir denn nicht einen Bart malen? Nee, aber was da zusätzlich gemalt wurde an der Dame, das ist der Busen, der normalerweise weil hatte. Die war flachbrustig. Und dann, weil er zu einer Königin gehört, eben weibliche Form. Und deshalb hat man ein Push-Up-Bild gemalt. Dein Busen passt aber auch nicht zum Gesicht. Ich finde, zu ihrem Gesicht hätte ein Bart eher gepasst als ein zu großer Busen. Du mit deinen Werten. Möchtest du mich noch bitten, dass ich mich ins große Gästebuch der Stadt Osnabrück eintrage? Das ist so üblich hier. Das macht jeder. Jeder. Ich bin sehr stolz drauf. Es gibt auch Seiten, die schneiden wir raus, wenn da was Unmögliches drinsteht. Ich will es nur mal betonen. Es ist mir eine Ehre, mich ins große Gästebuch der Stadt Osnabrück eintragen zu dürfen. Schließlich stehen hier auch schon Till aus Jawutz, Jokisch aus Bochum und Silvia aus Zumgraf. Entschuldigung. Und ich frage so ein bisschen, wie ist Osnabrück? Was ist? Stört sich das Eis? Nein, Sie haben den am Bart. Wir machen ganz, wie macht man das dann weg? Ach, immer dabei, ne? Wie finden Sie Osnabrück und leben Sie hier? Ja, ich finde Ihre Stadt ganz reizvoll. Ja, ja? Und Sie leben hier? Ja. Arbeiten hier? Bitte? Und arbeiten hier? Das tue ich auch. Und jetzt während der Arbeit gedacht, ich gehe mir mal ein Eis holen? Nee, das ist jetzt Mittagspause. Oh. Ja. Und Sie würden nie woanders wohnen wollen? Ach, das würde ich nicht sagen. Aber ich finde es ganz reizvoll. Ne? Sind Sie hier geboren? Ja. Wir sind nämlich doch Weltmeister. Im Fußball. Naja, im Roboterfußball. Hier in Osnabrück. Dann besuche ich jetzt mal Martin, Dr. Martin, Professor Dr. Martin Riepenbach. Und der ist ganz jung und nett und hat mit seinem Team diese Roboter entwickelt. Und jeder Roboter hat eine eigene Kamera, damit er sehen kann, wo er hinfährt, und einen Laptop, damit er überhaupt kapiert, was er da sieht. Und das haben die so toll hingekriegt, dass sie im Endspiel sogar Japan geschlagen haben. Und sind die Japaner nicht schwerst beleidigt, dass die nicht Weltmeister geworden sind oder schon damals auch gegen Stuttgart verloren haben? Also die konnten es lange Zeit nicht so recht glauben. Der Präsident von dieser ganzen Bewegung ist auch ein Japaner. Und zurückgetreten? Nee, der hat noch vorher gesagt, dass sie am Ende doch gewinnen werden, aber es hat dieses Jahr nicht ganz gereicht. Ich guck gerade nur mal ein bisschen mit. Ja. Können die manchmal auch so machen oder so? Mando! Also wir haben schon mal eine Sprachausgabe integriert gehabt. Und? Das hat sogar so ein bisschen einen wissenschaftlichen Sinn, weil man mit einer Sprachausgabe halt relativ schnell vermitteln kann, was passiert, ohne dass man jetzt auf dem Bildschirm irgendwelche Zahlen checken muss. Kann er einfach von sich aus sagen, ich sehe zum Beispiel den Ball nicht. Oder gib doch mal ab, ich wäre frei. Ehrlich? Und was, ich meine, die das würden die auf dem Spielfeld nie so sagen. Ja klar, aber die sind ja... Du gib doch mal den Ball ab, ich wäre dann gerade mal frei. Ja, aber die wissen ja, dass der andere vernünftig ist, weil der ist ja auch so programmiert wie sie. Und deshalb reichen auch die leisen Töne bei den Robbys. Und machen die jetzt leise Töne? Nein. Also die im Moment machen sie gar nichts. Die kommunizieren jetzt halt komplett lautlos über Funk miteinander und sagen zum Beispiel, ich habe einen Ball, geh du bitte weg. Von wegen, ich hab den Ball, geh du bitte weg. Diese Roboter gehen ganz schön ran und Menschenbeine sind denen ziemlich egal. Bleib stehen! Ich sag schon mal, viel Spaß 2050. Da wollen diese Maschinen nämlich gegen echte Menschen gewinnen. Das Problem. Martin. Ich finde, diese Computer machen die Roboter zu schnell. Die sind schnell, finde ich. Die sind schnell, ja. Aber ich habe gewonnen. Gegen den Weltmeister.
Wollen wir Nummer 7 nicht mal taufen? Ja, wir können sie taufen, ja. Gut, dann auf kleines, dickes Müller. Auf kleines, dickes Müller. Das sieht doch nicht dick aus, oder? Doch. Sieht doch dick aus. Ja, ich finde, wenn, jetzt guck mal bitte, wenn wir uns so gegenüber sitzen, Nummer 7 und ich, ich finde, ich könnte jetzt auch so loslegen. Hm, findest du nicht? Mit meinem Kickmechanismus. Ich habe ein gutes Gefühl. Nächstes Jahr wieder Weltmeister werden? Ja, wir schauen mal, was wir machen können. Es ist nicht so einfach, aber sieht man ja bei den Großen. Ich sag, Schalalala. Ich glaube an euch. Ich kann nicht mehr, muss mich hinlegen. Gute Besserung. Macht er schon. Darf ich auch so einen Stein legen? Ja. Dann kann ich sagen, ich habe mitgebaut an den Straßen von Osnabrück. So? Ja. Und dann hinlegen? Ja, nicht. Mache ich was falsch, ja, ne? Ja, ein bisschen fester. Und geht der nicht kaputt dann? Nein, passiert. Ja. Ihr könnt das aber auch. Ihr könnt das aber auch, Jungs. Mach du mal. Toll. Ich will auch meinen Handabdruck hier haben in Osnabrück, wie man vom Broadway. Scheiße. Soll ich dir den auf die Hose machen? Soll ich dir den aufs T-Shirt machen? Will denn keiner meinen Handabdruck haben? Ich bin ja riesen Pumpernickel-Fan und hier in Osnabrück, da gibt es den Herrn Lea und der backt das biologisch, ökonomisch, richtig Pumpernickel. Pumpernickel hieß übrigens früher Bombernickel, was mir persönlich auch sehr gut gefällt. Moin. Was riecht? Herr Lea? Ja. Ja. Das ist doch mal ein Ja. Guten Tag. Ich grüße Sie. Huch, darf ich Sie anfassen? Sie dürfen. Das und darf geht ja nur um Schwarzbrot. Mit meinen Klamotten hier so rein? Ja, normal dürfen Sie eigentlich hier gar nicht rein, aber ich habe hier einen Kittel für Sie. Stellen Sie sich mal davor. Ja, ich stelle mich jetzt mal so dahin. Jetzt sieht das keiner. Nicht, dass Sie noch das Schwitzen anfangen. Nur Sie haben es gesehen. Ja, genau. Ist das schon Pumpernickelteig? Ja, das ist jetzt eine moderne Form von Pumpernickel. Hoch. Die auch nicht so lange backen muss. Wissen Sie, dass ich gedacht habe, dass Pumpernickelteig was ganz Schwarzes, Matschiges ist? Der wird erst beim Backen so dunkel. Weil er zu lange drin bleibt im Ofen. Deswegen heißt Schwarzbrot auch Schwarzbrot. Genau. Das Pumpernickel, so wie es teilweise in Westfalen gegessen wurde, würden viele heute nicht einmal mehr als Lebensmittel bezeichnen. Nur noch als Wurfgeschosse wahrscheinlich. Oder Ähnliches. Weil das soll ja so hart gewesen sein, dieses Pumpernickel früher, dass die Leute das gar nicht essen konnten, wenn die nicht irgendwie Stahlzähne gehabt haben. Also die müssen teilweise wirklich sehr harte Zähne gehabt haben. Man hat auch schon altes Schwarzbrot den Pferden gegeben und sie haben es auch nicht gegessen. Wollen Sie das denn jetzt auch in Sesam? Das macht so Spaß. Ihr glaubt es gar nicht, was ich alles habe. Können wir auch Kürbiskerne nehmen? Kürbiskerne, natürlich. Die sind nämlich gut gegen Prostata-Erkrankungen, was jetzt für mich nicht so wichtig ist, aber im Team könnte das ein Thema sein. Eben. Wir reden später nochmal. Schwupps. Und jetzt haben wir schon zwei fertig. Das geht aber schnell. Das müssen wir jetzt aber noch eine Stunde stehen lassen. Und was machen wir in der Zeit? Bis der Sauerteig das richtig durchgesäuert hat. Da dürfen Sie mir einen Kaffee ausgeben. Ich könnte aber auch noch mit Karl-Heinz reden. Ja, mit Karl-Heinz lässt sich auch gut reden. Aber der Karl-Heinz, der ist schon so müde. Ja, der hat nämlich heute Morgen schon um 3 Uhr ist er schon aufgestanden. Ja, ist ja meine Zeit. Ja, ne? Wie lange arbeitest du denn schon hier? So lange? 12 Jahre bestimmt schon. Nee, fast 11 Jahre. 11 Jahre? Elf? Oh, er weiß es besser als ich. Und dann arbeitet man ja aus dem FF, ne? Ja. Oder? Ja, wenn man schon so lange macht wie ich, ja. Machst du deinen Beruf gerne? Ich finde ja, Bäcker ist ja so ein ganz, ist ja so ein Grundberuf. Also ist ja so, Feuerwehrmann, Bäcker, Polizist, Lehrer sind ja so Grundberufe. Mal was anderes als Computer und so. Naja, wenn ich heute mal jung wäre, sonst schätze ich die nicht wieder machen. Danke.
Ich gebe zurück zu Herrn Lehr. Schaumschläger. Selber. Aber was noch mal ganz spannend ist, Pumpernickel ist überhaupt nur entstanden, um Brot haltbar zu machen. Das war früher mal ganz wichtig. Heute nicht mehr ganz so wichtig, dafür schmeckt es heute ein bisschen besser. Moderatorin sein macht total Spaß. Ja, ne? Mhm. Wollen wir mal tauschen? Möchten Sie mich mal was fragen? Sie brauchen nicht so früh aufstehen, ne? Oh, wenn Sie wüssten, Herr Lea. Stimmt gar nicht, ne? Glaube ich auch nicht. In der Nähe von Osnabrück liegt Kalkgriese. Jetzt fragt man sich, Kalkgriese, was ist denn das? Man munkelt, die legendäre Varusschlacht, und das war diese Schlacht, wo die Germanen den Römern mal so ordentlich eins auf die Mütze gebremelt haben, die war gar nicht im Teutoburger Wald. Nein, sondern hier. Lustwandeln wir jetzt gerade genau da, wo diese Schlacht stattgefunden hat, wo die Römer so ein bisschen sich annäherten und die Germanen aber hier schon Plan B hatten und genau wussten, wie sie die Römer überfallen kann. Ist es so ein bisschen, wie man im Fußball mal mit Dreierkette, Viererkette spielt oder nur eine? Und dann kommt der überraschende Stürmer in der Spitze, ja? Ja, man kann sich das bei dem sonnigen Wetter heute in dieser wunderschönen Parklandschaft gar nicht vorstellen. Ist aber vor 2000 schön? Jahren muss hier die Hölle los gewesen sein. Warum? Tausende Legionäre quälten sich hier in einer Enge zwischen Sumpf und Erdwall und Berg bewaldeten Hügeln durch. Germanen stürmten vom Wall aus auf die römischen Kolonnen herunter. Menschen haben sich getötet. Es war ein Geschrei, Pferdegetrappel und Regenwetter. Der Boden war durchsumpft. Die Leute waren in Panik. Ich sag ja, es ist total mit Fußball zu vergleichen. Ja, natürlich. Oder? Ja. Das Geschrei auf der Seite der Zuschauer war das Geschrei der Spieler. Okay, ich bin jetzt die Germanen. Chris, du bist die Römer. Wir kämpfen gegeneinander. Ich natürlich mit den Waffen einer Frau. Ich habe da schon mal kurz was vorbereitet. Chris. Frauen. Aber das funktioniert nicht immer. Du bist nicht tot! Nein, ich habe mich geschützt. Wenn wir jetzt richtig kämpfen wollen würden, wie würden wir es dann machen? Also, ja, ich würde versuchen, als Römer hier hochzukommen. Ja? Und den Germanen. Ich hätte aber ja hier meinen Schutzwall. Ja, genau, und eine lange Lanze. Und ich könnte hier so mit meiner schweren Ausrüstung, mit über 20 Kilo Rüstung und Waffen, ja auch gar nicht irgendwie einfach mal eben schnell hochkommen. Ich würde mich kämpfend hier hochquälen. Und ich hätte keine Chance. Yay! Was wärst du denn lieber gewesen, ein Römer oder ein Germane? Ich glaube weder noch. Ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich heute lebe. Das sag ich ja auch immer. Ich werde auch so oft gefragt, in welcher Zeit hättest du gern gelebt? Oh je. Heute! Eben. Wann denn sonst? Gerade als Frau? Als Germane keinen einzigen heilen Zahn mehr im Mund. Ich hätte Arthritis, ich hätte kaputte Knochen. Ich wäre jetzt mit 38 bereits ein uralter Mann. Ich glaube, du wärst tot. Und wahrscheinlich auch schon nicht mehr am Leben. Chris, Sonnenblumen, warum? Wie will man so eine Schlacht darstellen? Man nimmt dann am besten Dinge, die auf den ersten Blick gar nicht kriegerisch aussehen. Diese Sonnenblumen sind ein Symbol für römische Truppen. Sie stehen in Kampfformation. Eine Zenturie aus Sonnenblumen. Jetzt, wo du das sagst, hast du total recht. Die gucken auch alle nach vorne. Und da kommt morgen der Germanen. Und die Germanen stürmen diese römischen Truppen. Man sieht die Gelben, das sind die Römer. Da hinten kommen die anderen, das sind die Germanen. Sie fallen über die marschierenden römischen Truppen her. Und doch sind sie so hübsch und so niedlich. Meinst du, die Germanen waren so hübsch und so niedlich? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die hatten durch die fehlende Hygiene auch auf einem langen Weg hierher, haben die ziemlich gestunken. Aber das sieht wirklich so aus. Und rührt euch! Das heißt, die Sonnenblumen waren die Römer und die Germanen, was ist das da hinten? Das sind auch Sonnenblumen mit einer anderen Farbe. Das ist eine tolle Idee. Ja, ne? Ja, das finde ich toll. Finde ich wirklich toll. Danke, Chris, dass du mir Geschichte mal so richtig nahe gebracht hast. Und nun zeigt er mir noch, wo die Ausgrabungen sind. Damit ich endlich fragen kann. Dürfte ich denn auch so ein bisschen buddeln oder wäre das? Also wenn Sie alles vergessen, was Sie sonst beim Garten umgraben machen. Ich habe gar keinen Garten. Gut, das heißt, Sie sind völlig offen, was unsere Grabungstechniken betrifft. Oh, ich glaube, ich habe was. Ach, guck mal. Das ist ein ganz spezieller Fund. Den haben damals die Germanen auf der Durchreise nach Mallorca verloren, wahrscheinlich.
Ich bin in einem Museum, in diesem Fall wird Museum allerdings mit H geschrieben. Ich habe Herrn Dr. Dr. Brackmann kennengelernt. Tierarzt eigentlich, ne? Aber von Haus aus. Von Haus aus. Aber Sie sammeln Kühe. Sind Sie das einzige Kuhmuseum in Deutschland? Ich fürchte ja. Das einzige in Europa? Auch das fürchte ich. Wie haben Sie denn Ihren Fable quasi für Kühe aufgebaut? Wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann stellt man fest, das hat was mit Religion zu tun, das hat was mit Geschichte zu tun, das hat was mit Kultur zu tun. Also ich behaupte, der Mensch ist erst so hochkulturfähig geworden, seit er die Kuh kennt, oder so ungefähr 12.000 Jahre her. Ja. Und ich frage mich seit ungefähr 20 Jahren, als der Mensch entdeckt hat, dass die Kuh Milch gibt, wonach hat er da eigentlich gesucht? Auf jeden Fall gibt es hier 2000 Exponate zu sehen. Na, das ist eine Ochsenpeitsche, die kommt aus Ungarn. Kann ich die haben? Wenn man es mag. Das ist wie bei Sarah Sahni, nicht? Ich finde so ein Ding nicht schlecht. Auch für klare Ansagen im Leben, finde ich. Ja. Gar nicht groß rum. Man hat ja zum Freundlichsein sowieso gar keine Zeit mehr. Kaum Zeit, ne? Peitsche bei, fertig. Sieht aus wie ein Flitzebogen, ist ja viel zu klein dafür. Das sind Kastrierbesteck der Maasai. Nein. Ja. Methode. Und wie ging das? Ganz einfach, die Methode. Man braucht ein paar starke Leute, die den Ochsen, oder den zukünftigen Ochsen festhalten. Dann wird dies über den Beutel geschoben. Aha. Leicht gedreht. Aua. Soll ich es machen? Ja, und dann? Und das reicht. Huch, Sie stehen auf meiner Peitsche, Herr Doktor, Doktor. Danke. Ich weiß schon, warum. Ich habe nur gedacht, das wäre nur ein reiner Fliegenwedel, aber es hat auch eine mythologische Bedeutung. Das hat mir neulich ein Pastor aus Südafrika erklärt. Da wird also Folgendes gemacht, da wird man so umpinselt und dann werden die bösen Geister vertrieben. Dann können wir Ihnen ja direkt eine neue Frisur verpassen. Herr Doktor, Doktor, das steht Ihnen aber ganz gut. Das waren mal Zeit, als wir noch solche Haare trugen. Ja, ich glaube, wenn Karl Lagerfeld das sieht, will er so ein Ding haben. Obwohl, der Fächer steht ihm doch auch gut, ne? Ich glaube, Kuhschwanz würde dem besser stehen. Ich bin totaler Kuh-Fan. Dann stört es Sie also nicht, wenn ich Sie jetzt bezeichnen würde als goldumrankte Kuhäugige? Nein, überhaupt nicht. Bei den alten Griechen war das ein unheimliches Kompliment. Ich meine, wenn ich das heute irgendwo jemand auf der Straße am Bautz kriege, gleich eine gescheuert. Von mir nicht. Das finde ich eben das Schöne dabei. Wenn Sie sagen würden, du Schwein, dann hätte ich ein Problem damit, ganz ehrlich. Wobei Schweine sind auch süß. Können Sie nicht? Was? Können Sie nicht? Das ist der Geschlechtsunterschied. Oh, ehrlich, ne? Ja. Bulle, der ist richtig erregt. Ich muss in die Stadt. Uwe, ich sag dir was. Die Leute zu Hause fragen sich, wo sitzen die denn drauf? Würde ich mich jetzt auch fragen. Ja gut, wir sitzen hier auf dem Konferenzbike. Das ist quasi ein Siebensitzer, wo alle Leute im Kreis sitzen. Das Ding heißt Konferenzbike und wie man sieht, können wir uns wunderbar unterhalten. Und haben denn hier schon mal auch richtig politische Sitzungen stattgefunden? Das wäre ja mal die... Politische Sitzungen insofern, dass vielleicht Mann und Frau sich in die Haare gekriegt haben, aber sonst auch noch nicht. Frauen finden sehr schnell heraus, dass bei den Pedalen ein Freilauf ist. Und wenn sie rückwärts treten, sieht es zwar so aus, als ob sie was tun. Stimmt. Aber in Wirklichkeit geht es viel leichter. Aber so bin ich ja nicht. Gott sei Dank. Oh, oh, Sonne! Ich muss das mal ganz kurz auskosten. Hey Sonne, komm, bleib einen Moment bei uns. Sonne, ich werde dich in mein Nachtgebet einschließen, wenn du das tust. Sag ich manchmal, manchmal tue ich es dann gar nicht, aber es wird ja nicht. Na, wer weiß, dafür donnert es gleich. Aber komisch, sobald die Sonne rauskommt, zack, sieht es hier besser aus. Kann aber auch sein, dass ich gerade so schwarzes Flimmern jetzt von Sonne gucken habe. Seitenstiche? Bist du das Fahrradfahren nicht gewöhnt? Hunger! Aber da, wo ich jetzt kochen darf, da ist es so schick. Da kommst du mit dem Rad gar nicht ran. Ah!
Hallo, schönen guten Abend. Ich steig mal aus. Bitte schön. Lass dich meinen Schlüssel stecken? Ja, nee, ich kümmere mich um das Auto. Zack. Dürfte ich Sie zum Eingang begleiten? Aber natürlich. Vorsicht, das Auto. Oh. Bitte sehr. Herr Mönkedieck, Wagenmeister. Ich hatte zwar einen richtigen BMC das hier vorbereitet, ja. Aber der war dann fort, weil ist ja Werbung, haben wir darauf verzichtet. Jetzt haben wir es endlich mal so gespielt, ne? Ja. Haben Sie das schon mal gemacht, so gespielt? Nein, habe ich noch nie gespielt. Aber so ähnlich sieht es doch aus, wenn hier die dicken Autos vorfahren ganz und bei genau. Herrn Bühner essen gehen ganz, in La Vie. Ganz genau, so sieht es aus. Haben Sie schon mal hier gegessen? Ich nur, eine kleine Verköstigung habe ich probiert. Ich darf jetzt richtig kochen. Ich gehe mich kurz umziehen, mache mich schön. Okay, sind Sie neidisch? Ein wenig. Herr Bühner, ich bin nervös. Nee, brauchst du nicht. Doch. Also, Sie haben ja ganz viele Preise schon gekriegt fürs Kochen, ne? Ja, nicht nur ich, die ganze Mannschaft. Also ach so. Kochen und Service ist in meinen Augen immer ein Mannschaftsspiel. Ja. Und wir sind eigentlich alle ausgezeichnet worden. Wie Fußball? Genau wie beim Fußball, genau. Der Bruder von Sebastian Kehl arbeitet ja bei Ihnen. Ja, Petze. Ich bin eine Petze, aber dafür stehe ich auch immer so ein bisschen. Ich behaupte, mir wäre jedes Geheimnis sicher und laber das direkt dann da weiter. Ja, so bin ich. Ja, und heute gibt's Rehrücken in Sud und Thomas sagt, das schmeckt viel besser, als es sich anhört. Als erstes wird der Rehrücken seziert und das kann er, der Thomas. Und ist ja auch kein Wunder, weil Thomas ist zum besten Koch des Jahres 2006 gewählt worden. Gut, ne? Ich sag immer, ich bin auch ein bisschen missionarisch tätig. Das würde ich jetzt willst mich an Rehrücken ranführen, quasi. Genau. Aber wir sollten eben kurz den Sud machen, dann geht das nämlich nebenbei. Und in diesen Sud, da kommt Sojasauce rein, Zucker und Weihnachtsgewürze. Und ich sag mal ein dreifaches Ho, ho, ho. Und jetzt darf ich selber operieren. Hier setze ich an, ja. Schneide weiter rüber bis dahin. Ich will genau. Dir den nur nicht kaputt das machen, sonst bezahle ich dir den auch. Quatsch. Sieht gut aus. Ja. Also ich bin im Tierschutzverein, aber im Augenblick gibt es noch nichts zu meckern. Sowas auch noch, ich sag ja. Darf ich einmal ganz kurz? Ich habe Muster geschnitten, finde ich. Ja, Fischgrät. Ja, gilt ich räume mal auf. Ne? Räum du mal auf, ja. Das könnte von meiner Mutter kommen. So, gibt kaum Unterschiede, dann brauchen wir vielleicht ein bisschen Kosmetik. Das war ich. Kleine Portion, große Portion? Für mich bitte groß. Und jetzt legen wir das einfach da rein, ungewürzt. Mhm. Lassen wir es da drin schwimmen. Das dauert ungefähr 10 Minuten. Und in der Zwischenzeit machen wir eben die Pilze. Ich wusste ja jetzt gar nicht, was ich werden soll. Ich habe den Eignungstest beim Arbeitsamt gemacht. Und da kam raus, dass ich die meisten Punkte beim Koch hatte. Und dann bin ich Koch geworden. Und bei mir war Apotheke. Tja. Habe ich auch gemacht. Kannst mal sehen. Ja. Hat geklappt. Warum boomen Kochsendungen so und warum ist Kochen auf einmal so ein Thema und vor allen Dingen so ein Männerthema geworden? Ja, ich verstehe das nicht. Also du bei vielen Kochsendungen habe ich eher den Eindruck, dass so ein bisschen wie die Sendung mit der Maus. Mhm. Nur weil ich im Fernsehen gesehen habe, wie Bleistifte gemacht werden, mache ich mir die zu Hause ja auch nicht selber. Ja. Oder? Also besser hätte ich es nicht sagen können. Es gibt doch so Besileinchen, so kleine Besen. Reib die mal mit dem Tuch ab, ich glaube, das geht genauso gut. Reib die mal mit dem Tuch ab und halt den Mund, hättest du jetzt eigentlich gerne gesagt, ja, oder? Wir sind hier doch in der Küche. Reiben hier, nicht so viel rumsabbeln. Doch, ein bisschen rumsabbeln muss man. Das sind jetzt gebratene Steinpilze und Bohnen gibt's dazu. Schön anrichten. Das kannst du auch, ne? Ja, das kann ich auch. So kleine Hilfsarbeiten, da bin ich gut drin, dafür stehe ich quasi. Also müssen wir jetzt klar sagen, das kriegen wir auch eine Spur eleganter hin. Glaubst du? Ihr glaubt es nicht. Das ist bisher das leckerste Fleisch, was ich je gegessen habe in meinem Leben. Das habe ich nicht verstanden, kannst du das nochmal sagen? Es ist gerade, das Rehrückenfleisch war gerade das leckerste Fleisch, was ich je in meinem Leben gegessen habe und ich bin 40. Und du meinst, das passt nicht mehr auf, da das kleine Stück? Dankeschön, das war's. Die Moderatorin ist satt. Ne? Thomas, ich bin stolz, dass ich mit dir kochen durfte. Super gemacht. Mhm. Super gemacht. Tschüss. In Bad Essen bei Osnabrück liegt das Schloss Ippenburg. Hier lebt eine echte Baronin und die hat auch noch einen grünen Daumen. Eine Depesche, eine Depesche.
guten Tag. Guten Tag. Frau von dem Busche. Ja. Das habe ich ziemlich gut so gesagt. Sehr gut. Haben Sie vielleicht ein paar Tipps für mich, weil mein Daumen ist eher dunkelbraun. Deswegen könnte ich so ein paar Grüntipps ganz gut gebrauchen. Können wir gleich machen. Ich habe nämlich nur Plastikpflanzen. Prangern Sie das an? Nö. Kann man auch mitnehmen. Kann lustig sein. Kann lustig sein. Vor 15 Jahren begann sie, den Schlosspark nach dem Vorbild englischer Cottage-Gärten anzulegen und veranstaltete in den letzten Jahren Gartenfestivals, die zu den beliebtesten Deutschlands gehören. Und mir wird so ein Schloss auch gefallen. Sie haben sich verliebt in Ihren Mann, dann sind Sie hergezogen und zack, wohnten Sie in einem Schloss. So war das ungefähr. Ein tolles Gefühl? Ich fand es spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es richtig spannend. Wie viele Zimmer hat denn das Schloss? Das Schloss hat ungefähr, also wir machen das aus Jux, haben wir jede Kammer gerechnet, das sind 100 Zimmer. Herrliches Geräusch, ne? Oh. Und sieht toll Kann aus. Kann ich mal Pipi machen? Ja, gleich. Aber zuerst werden hier noch die unterschiedlichen Themengärten geguckt. Zum Beispiel der hier, das ist ein Kräutergarten. Ina. Und das hier, wie gesagt, das ist Helenium Sonnenbraut. Eigentlich ein doofer Name. Lass mich deine Sonnenbraut Das ist hier sein. Die... Hier drauf sind immer tausende Wespen. Das muss ich mal angucken, das ist wahnsinnig. Ich weiß gar nicht... Also bei Bienen weiß ich ja, was die tun, dass die Honig saugen. Aber Wespen habe ich eigentlich immer gedacht, die werden nur lästig. Riechen Sie mal dran, das riecht nach Schokolade. Das ist da jetzt sogenannte eine Wespe drin, wenn ich meine Nase da rein Das ist die Schokoladenblume. Das ist die Schokoladenblume. Kosmos Chocolate. Riechen Sie mal, riecht wie... Schokolade. Wie Schokolade. Gibt's nicht. Haben wir alle Blumen gesehen? Wir gehen noch zum Fenchel, sollen wir das? Wir gehen jetzt noch zum Fenchel. So. Wow. Das ist jetzt schön, wie die Sonne sich in Fenstern Ja, und so geputzt spiegelt. Die ganzen Fenster vom Schloss. Nach so viel Heilpflanzen und Heilkräutern, ist das jetzt wirklich Ihr Wohngebiet, Ihr Wohnbereich hier? Nein, nein, das war das Wohnzimmer der Schlosserbauer. Also die haben das als Wohnzimmer genutzt. Aber für uns ist das zum Beispiel, Weihnachten sind wir hier alle zusammen. Das ist das große Weihnachtszimmer sozusagen, mit einem riesigen Baum, der bis zur Decke geht. Und dann haben wir hier manchmal Konzerte und so weiter. Aber im Prinzip sind wir hier nicht, also täglich auf keinen Fall. Darf man sich auch auf die Möbel setzen? Doch, gerne. Könnt auch so ein jetzt Schloss haben, wenn Sie es mal nicht mehr haben wollen. Ja, ist ein Heilgetränk, sagen wir ein mal. Ein Heilgetränk, ne? Genau. Ein Fenchelsaft. Frau von dem Busche, ich bin begeistert. Sind Ihre Söhne alle schon verheiratet? Nein, nur einer. Also ich habe zwei Söhne. Einer ist verheiratet. Der andere Und eine nicht? Tochter ist verheiratet. Ich besuche jetzt in diesem etwas unscheinbaren Wohngebiet, möchte ich sagen, Kai Haferkamp. Kai Haferkamp ist Spieleerfinder. Unter anderem hat er dieses kleine niedliche Gespenst erfunden. Singing in the rain. Herr Haferkamp. Hallo. Kai Haferkamp ist eigentlich Anwalt, seine große Leidenschaft ist aber, Spiele für Kinder zu entwickeln. Und dafür hat er schon zahlreiche Preise einheimsen können. Kai, wenn Kind, das Spiel gehört ja zusammen, die kleinen Gespenster, die drin sind und dieser Schlägel nennen wir ihn mal, ne? Oder Schwengel? Zauberstab. Zauberstab. Wenn ich ein Kind wäre, dann würde ich, und mir würde jemand zum Testen das Spiel hinlegen, würde ich erstmal die Sanduhr zertreten und dann würde ich damit hauen. Was bist du für ein Kind gewesen? Was hast du für eine hässliche Jugend Durchschnitt. Gehabt? Durchschnitt, würde ich jetzt mal so sagen. Nein, dann ist was falsch gelaufen. Wahrscheinlich hat man nicht genügend mit dir gespielt in der Jugend. Wir haben immer versucht zu spielen und es dauerte nicht lange und ich merkte, dass ich wieder mal verliere und dann war meine Art, entweder das Brett umzukippen mit den Schachfiguren drauf, meine Schwester wird sich daran erinnern, oder auch das Spiel einfach immer von unten zu nehmen und umzukippen, weil ich nicht verlieren konnte. Das klingt furchtbar. Aber dann, das Verlieren lernt man aber dadurch. Ihr musstet es als Kind auch erst lernen. Ich wollte immer gewinnen. Es war ganz fürchterlich. Meinst du wirklich, man kann verlieren lernen? Im Spiel schon. Man muss es. Sonst kommt man, glaube ich, auch später im Leben nicht klar. Probier es doch einfach mal aus. Mein Lieblingsspiel, vielleicht ganz kurz, wenn ich hier mal reingucke mit der Kamera, Jungs. Die sind ganz niedlich und
stehen hier in einem Schloss, ne? Nicht in irgendeinem Schloss, das ist Schloss Schlotterstein natürlich. In Schloss Schlotterstein. Und dort stehen die großen Gespenster-Spukprüfungen an. Und ist da ein Gespenst drin? Ein Gespenst, und dem musst du helfen, die große Gespenster-Spukprüfung zu bestehen. Dann nimmt man diesen Schwengel, mit dem ich ja sonst schlagen würde. Ganz genau. Da ist der Magnet und legt den hier drunter und dockt an das Gespenst an. Dadurch, und es ist keine Zauberei, Kinder, kann sich das Gespenst bewegen, was mir schon wieder gefällt, Kai. Ja, das freut mich. Und du hast es noch nicht zertreten, dieses Spiel. Das gefällt mir wiederum. Das tue ich erst, wenn es langweilig wird. Dann haben wir noch eine Chance. Ich drehe jetzt die Sanduhr um und zeige dir eine Figur. Diesen Schlossbewohner, den kleinen Werwolf, den musst du suchen, hinlaufen, berühren und buh rufen. So, wo ist der kleine Werwolf? Jetzt müssen wir mal alle suchen. Ja, jetzt werde ich schon nervös. Ganz genau, die Sanduhr läuft. Wo ist der Werwolf? Da ist die Hexe, da ist der Koch, der das... Ich finde den wirklich nicht, oh mein Gott. Findest du den auch gerade nicht? Da sehe ich ihn, da. Ah! Schnell hinlaufen, die Sanduhr. Wunderbar, nächste Karte. Der Pinguin, wo ist der Pinguin? Der Pinguin, wo hat er sich versteckt? Wahrscheinlich irgendwo im Nassen, oder? Sonst kannst du ja hier mal Pinguin passen, wenn du den nicht findest. Naja, also ich passe doch nicht. Das wäre das allerletzte beim Kinderspiel. Es soll ja auch nicht zu einfach sein. Oh, guck mal, was ist denn das hier? Da läuft doch ein Pinguin. Ah! Siehst du direkt vor deiner Nase. Super! Das Belohnungssystem, so ein Keks kriegen oder so, gibt's gar nicht, ne? Das gibt's. Die Sanduhr ist gleich abgelaufen, das sage ich auch gleich. Aber die ist schon abgelaufen. Ja, das sei. Jetzt hier keine Trostpunkte, okay. Sowas mag ich nicht. So, die Sanduhr ist abgelaufen. Jetzt ist das nächste Kind dran. Das so bist geht du? Es immer reihum. Und wer am Ende die meisten richtig schön erschreckt hat, der gewinnt das Spiel. Das kleine Gespenst. Kais Lieblingsspiel. Das muss ich das finden? Das musst du jetzt finden, ganz genau. Wenn ich jetzt das an die... Hervorragend. Nee, jetzt mal ganz toll. Das darfst du mitnehmen. Darf ich das? Schenkst du mir das? Das schenke ich dir. Unseren kleinen Geist kriegst du dann auch noch von mir. Ich bin so gerührt. Den darf ich behalten. Den darfst du behalten. Ich gebe dir sogar das Spiel dazu mit. Schloss Schlotterstein darfst du auch noch mitnehmen. Und dann kannst du zu Hause so richtig spuken und behältst Osnabrück immer in ganz toller Erinnerung. Warum bist du so braun und du nicht? Früher haben wir immer gesagt, vom Scheiße labern, aber das darf man ja heute nicht mehr sagen. Also mit der Drogenszene habe ich gar nichts zu tun. Du auch nicht? Ja doch, also ich bin auf jeden Fall in der Müsste nicht ein bisschen vorsichtiger sein bei so Ausgrabungen? Ja, sicher wegen der Kabel hier. Nee, wegen der Schätze, die hier überall liegen. Seit wann habt ihr denn diese neue fesche Uniform? Ich dachte, die hätte nur Hamburg, aber Osnabrück hat die mittlerweile auch. Sukzessive werden verschiedene Länderpolizeien jetzt in dieses Programm mit einsteigen. Und wir sind Anfang dieses Jahres in Osnabrück auch mit ausgestattet. Ihr seht natürlich viel erotischer auch jetzt für uns Frauen aus. Und man sagt, wenn ich das sehe, denke ich immer gleich, YMCA. Wieso hast denn du keine Ohrringe, Donald? Das ist cool. Jetzt, Donald, bleib mal stehen. Nicht, dass ich diese armen kleinen Jungs noch traumatisiere und die nachher gar nichts mehr mit Frauen anfangen können. Ich gehe mal lieber. Danke. Osnabrück hat ja viele große Söhne. Erich Maria Remarque, Christian Wulff und Heaven. Heaven ist ein waschechter Osnabrücker, der mit seiner Band die angefahrenen Schulkinder für den einen oder anderen Skandal gesorgt hat. Wie findest du denn, dass Christian Wulff hier geboren ist in Osnabrück? Wichtig für die Stadt, für Christian Wulff. Und wird er unser Bundeskanzler in Spät? Das, wer weiß das schon. Was glaubst du denn? Bevor ich mich dazu äußere, muss ich ja irgendwie auch hinter vorgehaltener Hand sagen, dass ich zweifelhafte wäre zu viel gesagt, aber doch private Geschichten aus Schulzeiten von Christian Wulff kenne, denn wir sind ja praktisch Ein Jahrgang. Du könntest plaudern. Ich könnte plaudern, aber das ist zum Beispiel eine Sache, die Osnabrücker gar nicht tun so gerne, über andere Leute reden. Die reden zwar viel und dummes Zeug, manchmal auch ohne Sinn und Verstand, aber über andere, kein Osnabrücker, machen die nicht. Osnabrücker sind sympathische Menschen, glückliche Menschen. Und das Glück kommt auch dadurch zustande, dass sie geben wie nehmen. Das heißt, wenn zum Beispiel, wir haben hier also eine junge Dame, es wäre Winterszeit, ich hätte nur noch einen halben Mantel, ich würde frieren und Frostbeulen und hätte nichts zu essen, müsste darben. Und dann klopft man da an die Tür und sagt, wie wäre es mit einer milden Gabe, junge Frau?
Jederzeit kriegt man ein Butterbrot mit Leberwurst, kein Problem. Und Sie würden sagen, was anbieten? Ehrlich? Ja. Ich hätte erstmal Angst. Also wenn es bei mir Ding-Dong macht und er würde vor der Tür stehen, würde ich sagen, geh weg. Das sieht doch so nett aus. Das kann so charmant lächeln. Außerhalb von Osnabrück liegt das Studio der angefahrenen Schulkinder. Da haben sie die Hits Tötet Onkel Dittmeier geschrieben oder Ich spritz mir Doppelkorn. Alles da komponiert in einer 400 Jahre alten Wassermühle. Darf ich mal ein bisschen was hören von den angefahrenen Schulkindern? Was, du hast ja auch mitgemacht, Markus, früher, ne? Ja, aber das ist schon fast gar nicht mehr wahr. Schämst du so dich? So lange ist nö. Nein? Boah, es ist schon lange her. Markus hat rechtzeitig einen Absprung geschafft. Was für ein Lied hören wir? Das ist schön. Kennen ein Land irgendwo, da stecken alle Menschen sich den Daumen im Po. Kennen ein Land irgendwo, da stecken alle Menschen sich den Daumen im Po. Liebe Kinder! Das heißt, die Sendung ist für euch zu Ende. Und jetzt aber ruhig durch ins Bett! Habt ihr noch nie ein Lied über Osnabrück gemacht? Es hat irgendwie, ja, nie so den rechten Antrieb gegeben. Weißt du, du bist dann so viel unterwegs. Es gibt ja auf Osnabrück auch nicht so viel zu reimen, ne? Ja. Was gibt's? Glück. Glück. Zurück. Zurück. Du. Du. Strick. Strick. Du Stück. Du Stück. Ein Stück. Wollen wir das mal eben notieren? Wir könnten doch einen kleinen Osnabrück-Hit eigentlich heute machen. Ich würde singen. Passt shaken, zum Kaffee. Gitarre. Klavier. Mhm. Brauchen wir nur noch ein Lied. Wir haben alles drin. Der Name Osnabrück kommt sogar zweimal vor. Mhm. Die Perle ist drin, die Hanse ist drin. Dass man von hier aus, war euch sehr wichtig, nur 2 Stunden bis nach Amsterdam braucht, obwohl du auch nur einmal da gewesen bist. Mhm. Dass man in Osnabrück billig einkaufen kann. Wichtig. Es ist alles drin, lasst uns anfangen. 1, 2, 3, 4. Ich komm rein. Osnabrück, du Perle, du Hanse. Das Schöne an dir, man fährt von hier nur 2 Stunden bis nach Amsterdam. Aber dann muss man ja auch 2 Stunden wieder zurück nach Osnabrück. Dann sind schon 4. Drum bleiben wir hier. Billiges Stück Osnabrück, hin und zurück Osnabrück, mitten in dir, unser Osnabrück. Halleluja. Auch immer hin und zurück Osnabrück. Kinder, das war's schon wieder. Inas Norden mal wieder vorbei. Geht ja immer fix die Zeit. Ich sage ja zu Osnabrück. Ich hab mal ein bisschen in Osnabrück verliebt, glaube ich. Ihr seid klasse, Jungs. Und die Stadt ist auch klasse. Habt ihr irgendwie ein Möbelunternehmen? Habt ihr da eine Telefonnummer? Ich würde sofort den Möbelwagen bestellen. Osnabrück, ich komme. Tschüss, Kiddes. Und Jolie, bis zum nächsten Mal. Osnabrück. Halleluja. Immer hin und zurück. Halleluja! Und morgen stimmen wir das Klavier. Halleluja! Halleluja! Osnabrück! Halleluja! Immer hin und zurück! Halleluja! Wo er hinfährt und ein Laptop, damit er überhaupt kapiert, was er da sieht. Und das haben die so toll hingekriegt, dass sie im Endspiel sogar Japan geschlagen haben. Und sind die Japaner nicht schwerst beleidigt, dass die nicht Weltmeister geworden sind oder schon damals auch gegen Stuttgart verloren haben? Also die konnten es lange Zeit nicht so recht glauben. Der Präsident von dieser ganzen Bewegung ist auch ein Japaner. Und zurückgetreten? Nee, der hat noch vorher gesagt, dass sie am Ende doch gewinnen werden, aber es hat dieses Jahr nicht ganz gereicht. Ich guck gerade nur mal ein bisschen mit. Ja. Können die manchmal auch so machen oder so Mando? Also wir haben schon mal eine Sprachausgabe integriert gehabt. Und?
Das hat sogar so ein bisschen einen wissenschaftlichen Sinn, wenn man mit einer Sprachausgabe halt relativ schnell vermitteln kann, was passiert, ohne dass man jetzt auf dem Bildschirm irgendwelche Zahlen checken muss. Kann er einfach von sich aus sagen, ich sehe zum Beispiel den Ball nicht. Oder gib doch mal ab, ich wäre frei. Ehrlich? Und was, ich meine, die, das die sind die jetzt auf nicht, dem Spielfeld nie so sagen. Ja klar, aber die sind ja... Du gib doch mal den Ball ab, ich wäre dann gerade mal frei. Ja, aber die wissen ja, dass der andere vernünftig ist, weil der ist ja auch so programmiert wie sie. Und deshalb reichen auch die leisen Töne bei den Robbys. Und machen die jetzt leise Töne? Nein. Also die machen sie gar nichts. Die kommunizieren jetzt halt komplett lautlos über Funk miteinander und sagen zum Beispiel, ich habe einen Ball, geh du bitte weg. Von wegen, ich habe den Ball, geh du bitte weg. Diese Roboter gehen ganz schön ran und Menschenbeine sind denen ziemlich egal. Bleib stehen! Ich sag schon mal, viel Spaß 2050. Da wollen diese Maschinen nämlich gegen echte Menschen gewinnen. Das Problem, Martin, ich finde, diese Computer machen die Roboter zu schnell. Die sind schnell, finde ich. Die sind schnell, ja. Aber ich habe gewonnen. Gegen den Weltmeister. Wollen wir Nummer 7 nicht mal taufen? Aber wir können sie taufen, ja. Ein guter Name. Auf kleines, dickes Müller. Auf kleines, dickes Müller. Das sieht doch nicht dick aus, oder? Doch. Sieht doch dick aus. Ja, ich finde, wenn jetzt guck mal bitte, wenn wir uns so gegenüber sitzen, Nummer 7 und ich. Ich finde, ich könnte jetzt auch so loslegen. Findest du nicht? Mit meinem Kickmechanismus. Ich habe ein gutes Gefühl. Nächstes Jahr wieder Weltmeister werden? Ja, wir schauen mal, was wir machen können. Es ist nicht so einfach, aber sieht man ja bei den Großen. Ich sag, Schalalala. Ich glaube an euch. Ich kann nicht mehr, muss mich hinlegen. Gute Besserung. Schon. Darf ich auch so einen Stein legen? Ja. Dann kann ich sagen, ich habe mitgebaut an den Straßen von Osnabrück. So? Ja. Und dann hinlegen? Ja, richtig. Mache ich was falsch, ja, ne? Ja, ein bisschen fester. Und geht der nicht kaputt dann? Nein. Ja. Ihr könnt das aber auch. Ihr könnt das aber auch, Jungs. Mach du mal. Toll. Ich will auch meinen Handabdruck hier haben in Osnabrück, wie man vom Broadway. Scheiße. Soll ich dir den auf die Hose machen? Soll ich dir den aufs T-Shirt machen? Will denn keiner meinen Handabdruck haben? Ich bin ja riesen Pumpernickel-Fan und hier in Osnabrück, da gibt's den Herrn Lea und der backt das biologisch, ökonomisch, richtig Pumpernickel. Pumpernickel hieß übrigens früher Bombernickel, was mir persönlich auch sehr gut gefällt. Moin. Was riecht? Herr Lea? Ja. Ja. Was doch mal ein Jahr. Guten Tag. Ich grüße Sie. Huch, darf ich Sie anfassen? Sie dürfen. Und es darf geht ich ja nur um Schwarzbrot. Mit meinen Klamotten hier so rein? Ja, normal dürfen Sie eigentlich hier gar nicht rein, aber ich habe hier einen Kittel für Sie. Stellen Sie sich mal davor. Ja, ich stelle mich jetzt mal so dahin. Jetzt sieht das keiner. Nicht, dass Sie noch das Schwitzen anfangen. Nur Sie haben es gesehen. Ja, genau. Ist das schon Pumpernickelteig? Ja, das ist jetzt eine moderne Form von Pumpernickel. Hoch. Die auch nicht so lange backen muss. Wissen Sie, dass ich gedacht habe, dass Pumpernickelteig was ganz Schwarzes, Matschiges ist? Der wird erst beim Backen so dunkel. Weil er zu lange drin bleibt im Ofen. Deswegen heißt Schwarzbrot auch Schwarzbrot. Genau. Das Pumpernickel, so wie es teilweise in Westfalen gegessen wurde, würden viele heute nicht einmal mehr als Lebensmittel bezeichnen. Nur noch als Wurfgeschosse wahrscheinlich. Oder Ähnliches. Weil das soll ja so hart gewesen sein, dieses Pumpernickel früher, dass die Leute das gar nicht essen konnten, wenn die nicht irgendwie Stahlzähne gehabt haben.
Also die müssen teilweise wirklich sehr harte Zähne gehabt haben. Man hat auch schon altes Schwarzbrot den Pferden gegeben und sie haben es auch nicht gegessen. Wollen Sie das denn jetzt auch in Sesam? Das macht so Spaß. Ihr glaubt es gar nicht, was ich alles habe. Können wir auch Kürbiskerne nehmen? Kürbiskerne, natürlich. Die sind nämlich gut gegen Prostataerkrankungen. Was jetzt für mich nicht so wichtig ist, aber im Team könnte das ein Thema sein. Eben. Wir reden später nochmal. Schwupps. Und jetzt haben wir schon zwei fertig. Das geht aber schnell. Das müssen wir jetzt aber noch eine Stunde stehen lassen. Und was machen bis der wir Sauerteig in der Zeit? Das richtig durchgesäuert hat. Da dürfen Sie mir einen Kaffee ausgeben. Ich könnte aber auch noch mit Karl-Heinz reden. Ja, mit Karl-Heinz lässt sich auch gut reden. Aber der Karl-Heinz, der ist schon so müde. Ja, der hat nämlich heute Morgen schon um 3 Uhr ist er schon aufgestanden. Ja, ist ja meine Zeit. Ja, ne? Wie lange arbeitest du denn schon hier? So lange? 12 Jahre bestimmt schon. Nee, fast 11 Jahre. 11 Jahre? Oh, er weiß es besser als ich. Und dann arbeitet man ja aus dem FF, ne? Ja. Oder? Ja, wenn man schon so lange macht wie ich, ja. Machst du deinen Beruf gerne? Ich finde ja, Bäcker ist ja so ein ganz, ist ja so ein Grundberuf. Also ist ja so, Feuerwehrmann, Bäcker, Polizist, Lehrer sind ja so Grundberufe. Mal was anderes als Computer und so. Naja, wenn ich heute mal jung wäre, sonst scheiße ich die nicht wieder machen. Danke. Ich gebe zurück zu Herrn Lehr. Schaumschläger. Selber. Aber was noch mal ganz spannend ist, Pumpernickel ist überhaupt nur entstanden, um Brot haltbar zu machen. Das war Moin Tag, ein dreifaches Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inas Norden. Ich sitze hier mitten in Osnabrück. Die Osnabrücker sagen sogar Hansestadt Osnabrück. Hinter mir fließt die Hase und dann frage ich mich natürlich, hat sich der einfache Osnabrücker vielleicht sogar versehen? Heißt es vielleicht eigentlich Hasestadt Osnabrück und gar nicht Hansestadt? Man weiß es nicht. Ob das so ist oder vielleicht sogar ganz anders, das können Sie jetzt sehen. Ja, Osnabrück sieht sich ja immer gern als Friedensstadt, weil hier wurde der 30-jährige Krieg beendet. Und die Osnabrücker an sich, die gelten ja gemeinhin als außerordentlich stur. Das kann ich gar nicht bestätigen. Ich habe hier fast nur nette Leute getroffen und tolle Sachen habe ich erlebt. Hab beim Fußball gegen echte Roboter gewonnen. Die Varusschlacht nachgespielt. Und sogar ein Lied über Osnabrück komponiert. Osnabrück, immer hin und zurück. Da, da, da. Dass die neue Wintermode hier in Osnabrück sein soll. Na, guten Morgen, Marie. Das ist so eher Berlin als Osnabrück, oder? Ja, aber auch ja? Osnabrück, ja. Osnabrück ist auch fetzig, sagst du? Ja. Sehr modern? Ja. Ganz weit vorne? Ja. Und das, obwohl Osnabrück schon 1200 Jahre alt ist. Osnabrück wird ja auch als altes Regenloch bezeichnet. Im Moment haben wir ein ganz tolles Sonnenloch und sich jetzt die Stadt alleine anzugucken, wäre ein bisschen blöd. Deswegen brauche ich jetzt Renate. Hallo Renate. Hallo. Mich. Du bist Stadtführerin. Genau. Du kannst mir alles über diese Stadt erzählen. Ja, kann ich. Aber jetzt würde ich gerne darüber was wissen. Das ist eine Kirche und zwar eine neogotische Kirche. Neogotisch heißt, der gotische Baustil ist nur nachgemacht. Und zwar um 1900. Lass uns doch erstmal die Frage klären. Osnabrück, Hansestadt, ist ein bisschen auf dicke Hose machen, oder? Nein. Das ist es wirklich so? Das ist wirklich so. Und ist es kein Versehen von wegen Hasestadt? Nein, da haben wir nicht das N zugefügt. Wir sind eine der vielen Hansestädten, die eigentlich nicht so berühmt wurden wie Hamburg, Bremen und Lübeck. Und leidet ihr darunter? Nein. Wollen wir schlendern? Ja, wir schlendern. Schlendern sieht immer so gut aus. Ja, wenn man so ein bisschen schlendert, ganz schöne Bilder werden das. Gut. Und wo schlendern wir jetzt hin? Das weiß ich nicht. Ja, dann gehen wir doch zur Hase. Und da hat sie recht. Muss man sich ja mal angucken, den Fluss, ne? Schließlich wäre Osnabrück ohne Hase gar keine Hansestadt.
Wir sind auf einer Brücke und laufen über die Hase. Warum weiß man, dass Hannover an der Leine liegt und kein Mensch weiß, dass Osnabrück an der Hase liegt? Ja, für Hannover gibt es ja die komische Geschichte mit, dass da die Männer ihre Frauen an der Leine spazieren führen. Und für Osnabrück und Hase wissen wir dazu nichts. Vielleicht reicht das ja auch. Über die Hase haben wir jedenfalls ein bisschen was erfahren. Jetzt geht's weiter zum Rathaus. Müssen wir unbedingt hin, sagt Renate. Im Rathaus, da gibt's nämlich Bärte und Schätze. Hier im Rathaus wird immer noch nach Schätzen gebuddelt. Mit modernem Gerät allerdings. Und man dachte, meine Nase und meine Lippen dagegen gedrückt. Jetzt muss es wieder sauber gemacht werden. Früher mal ganz wichtig. Heute nicht mehr ganz so wichtig. Dafür schmeckt es heute ein bisschen besser. Moderatorin sein macht total Spaß. Ja, ne? Mhm. Wollen wir mal tauschen? Möchten Sie mich mal was fragen? Sie brauchen nicht so früh aufstehen, ne? Oh, wenn Sie wüssten, Herr Lea. Stimmt gar nicht, ne? Glaube ich auch nicht. In der Nähe von Osnabrück liegt Kalkgriese. Jetzt fragt man sich, Kalkgriese, was ist denn das? Man munkelt die legendäre Varusschlacht, und das war diese Schlacht, wo die Germanen den Römern mal so ordentlich eins auf die Mütze gebremelt haben, die war gar nicht im Teutoburger Wald. Nein, sondern hier. Lustwandeln wir jetzt gerade genau da, wo diese Schlacht stattgefunden hat, wo die Römer so ein bisschen sich annäherten und die Germanen aber hier schon Plan B hatten und genau wussten, wie sie die Römer überfallen kann. Ist es so ein bisschen, wie man im Fußball mal mit Dreierkette, Viererkette spielt oder nur eine? Und dann kommt der überraschende Einsturm Stürmer in der Spitze, ja? Ja, man sich das bei dem sonnigen Wetter heute in dieser wunderschönen Parklandschaft gar nicht vorstellen. Ist aber es vor nicht 2000 schön? Jahren muss hier die Hölle los gewesen sein. Warum? Tausende Legionäre quälten sich hier in einer Enge zwischen Sumpf und Erdwall und Berg bewaldeten Hügeln durch. Germanen stürmten vom Wall aus auf die römischen Kolonnen herunter. Menschen haben sich getötet. Es war ein Geschrei, Pferdegetrappel und Regenwetter. Der Boden war durchsumpft. Die Leute waren in Panik. Ich sag ja, es ist total mit Fußball zu vergleichen. Ja, natürlich. Oder? Ja. Das Geschrei auf der Seite der Zuschauer war das Geschrei der Spieler. Okay, ich bin jetzt die Germanen. Chris, du bist die Römer. Wir kämpfen gegeneinander. Ich natürlich mit den Waffen einer Frau. Ich habe da schon mal kurz was vorbereitet. Chris. Frauen. Aber das funktioniert nicht immer. Du bist nicht tot! Nein, ich habe mich geschützt. Wenn wir jetzt richtig kämpfen wollen würden, wie würden wir es dann machen? Also, ja, ich würde versuchen, als Römer hier hochzukommen. Ja? Und den Germanen. Ich hätte aber ja hier meinen Schutzwall. Ja, genau, und eine lange Lanze. Und ich könnte hier so mit meiner schweren Ausrüstung, mit über 20 Kilo Rüstung und Waffen, ja auch gar nicht irgendwie einfach mal eben schnell hochkommen. Ich würde mich kämpfend hier hochquälen. Ich hätte keine Chance. Yay! Was wärst du denn lieber gewesen, ein Römer oder ein Germane? Ich glaube weder noch. Ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich heute lebe. Ja, sag ich ja auch immer. Ich werde auch so oft gefragt, in welcher Zeit hättest du gern gelebt? Oh je. Heute! Eben. Wann denn sonst? Gerade als Frau? Als Germane keinen einzigen heilen Zahn mehr im Mund. Ich hätte Arthritis, ich hätte kaputte Knochen. Ich wäre jetzt mit 38 bereits ein uralter Mann. Ich glaube, du wärst tot. Und wahrscheinlich auch schon nicht mehr am Leben. Chris, Sonnenblumen, warum? Wie will man so eine Schlacht darstellen? Man nimmt dann am besten Dinge, die auf den ersten Blick gar nicht kriegerisch aussehen. Diese Sonnenblumen sind ein Symbol für römische Truppen. Sie stehen in Kampfformation. Eine Zenturie aus Sonnenblumen. Jetzt, wo du das sagst, hast du total recht. Die gucken auch alle nach vorne. Und da kommt morgen der Germanen. Und die Germanen stürmen diese römischen Truppen. Man sieht die Gelben, das sind die Römer. Da hinten kommen die anderen, das sind die Germanen. Sie fallen über die marschierenden römischen Truppen her. Das und doch sehr sind lustig. Sie so hübsch und so niedlich. Meinst du, die Germanen waren so hübsch und so niedlich? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die hatten durch die fehlende Hygiene auch auf einem langen Weg hierher, haben die ziemlich gestunken. Aber das sieht wirklich so aus. Und rührt euch! Das heißt, die Sonnenblumen waren die Römer und die Germanen, was ist das da hinten? Das sind auch Sonnenblumen mit einer anderen Farbe. Das ist eine tolle Idee. Ja, ne? Ja, das finde ich toll. Finde ich wirklich toll. Danke, Chris, dass du mir Geschichte mal so richtig nahe gebracht hast. Na, immer diese Touristen. Jetzt hier fünf Zimmer, Renate. Das ist unser Friedenssaal. Friedenssaal? Genau. Der heißt so, weil hier ein Teil des Westfälischen Friedens geschlossen wurde, der den 30-jährigen Krieg beendet hat. Ich dachte, das wäre hier irgendwie der
Saal der tausend Bärte, die haben ja alle den gleichen Bart. Was ist das denn? Ja, das sind die Herren, die am Frieden mitgearbeitet haben. Und das war wohl im 17. Jahrhundert die Mode für Herren. Der Bart auf der Lippe und einen am Kinn. Mensch, gut, dass sich das mal geändert hat, ne? Ja, der am Kinn macht sich doch bei manchen ganz gut. Da findest du? Ja, manchmal ist das doch sehr sexy. Aber manchmal, nee, hängt da so Suppe drin, finde ich, wenn die essen. Aber die Haare, das muss ich erklären. Und der weiße Kragen, das ist ganz wichtig. Weil die Herren hatten sich ja die Haare ganz selten gewaschen. Und so Puder reingeschmiert, damit das nicht so fettig aussah. Und der weiße Puder auf dem schwarzen Anzug, das sieht schrecklich aus. Und deshalb der weiße Kragen. Da hängt eine Frau. Oh, die hat keinen Bart. Nee, das ist Christina von Schweden. Aber es wäre lustig gewesen, wenn die jetzt auch einen Bart gehabt hätte. Nein. Können wir denn nicht einen Bart malen? Nee, aber was da zusätzlich gemalt wurde an der Dame, das ist der Busen, der normalerweise weil hatte. Die war flachbrustig. Und dann, weil zu einer Königin gehört eben weibliche Form. Und deshalb hat man ein Push-Up-Bild gemalt. Dein Busen passt aber auch nicht zum Gesicht. Ich finde, zu ihrem Gesicht hätte ein Bart eher gepasst als ein zu großer Busen. Mit deinen Bärten. Möchtest du mich noch bitten, dass ich mich ins große Gästebuch der Stadt Osnabrück eintrage? Das ist zu üblich hier. Das macht jeder. Jeder. Ich bin sehr stolz drauf. Es gibt auch Seiten, die schneiden wir raus, wenn da was Unmögliches drinsteht. Ich will es nur mal betonen. Es ist mir eine Ehre, mich ins große Gästebuch der Stadt Osnabrück eintragen zu dürfen. Schließlich stehen hier auch schon Till aus Jawutz, Jokisch aus Bochum und Silvia aus Zumgraf. Ich frage so ein bisschen, wie ist Osnabrück? Entschuldigung. Was ist? Klingt heiß. Stört sich heiß. Nein, Sie haben den am Bart. Wir machen ganz, wie macht man das dann weg? Ach, immer dabei, ne? Wie finden Sie Osnabrück und leben Sie hier? Ja, ich finde Ihre Stadt ganz reizvoll. Ja, ja. Und Sie leben hier? Ja. Arbeiten hier? Bitte? Und arbeiten hier? Das tue ich auch. Und jetzt während der Arbeit gedacht, ich gehe mir mal ein Eis holen? Nee, das ist jetzt Mittagspause. Oh. Ja. Und Sie würden nie woanders wohnen wollen? Ach, das würde ich nicht sagen. Aber ich finde es ganz reizvoll, ne? Sind Sie hier geboren? Ja. Nämlich doch Weltmeister im Fußball. Naja, im Roboterfußball. Hier in Osnabrück. Da besuche ich jetzt mal Martin. Dr. Martin. Professor Dr. Martin Riebner. Und der ist ganz jung und nett und hat mit seinem Team diese Roboter entwickelt. Und jeder Roboter hat eine eigene Kamera, damit er sehen kann, wo